Wir haben einen internen Digitalisierungsbereich. Das ist ein kleiner, aber feiner Bereich, auch bestehend aus drei Leuten, die bei uns wirklich die Spezialisten für das Thema sind. Das ist jetzt, glaube ich, schon seit über 5 Jahren oder vier Jahren besteht dieser Bereich, wurde extra geschaffen. Und das sind wirklich Leute, die sich nur auf das Thema Digitalisierung spezialisieren und das Thema Digitalisierung für uns vorantreiben. Das heißt, wir sind ja definitiv jetzt nicht die Experten, ja, also wir sind die Experten für unseren Bereich. Wir arbeiten mit dem Bereich auch eng zusammen, tauschen uns immer aus. Der Bereich hat, was man jetzt hier sieht, so ein bisschen auch für uns eine Roadmap erstellt. Ja, also wo sehen wir uns da? Was ist wichtig für uns in der Automobilindustrie auch im Speziellen? Und das Ganze fängt natürlich mit dem Thema Daten an. Man braucht erstmal Daten, die müssen erstmal transparent und auch vorhanden sein. Ja, das hört sich erstmal einfach an, aber auch da steckt schon die Krux. Ja, ich kann nur aus unserer HR-Perspektive sagen, wir haben wirklich so einen täglichen Struggle fast auch mit dem Thema wirklich korrekte Daten. Ne? Das ist wieder das Thema Shit-in-Shit-out-System. Also wir sind sehr, sehr stark auch angebunden mit unserem HR-System, ja, sehr stark im Austausch mit den Locations, immer wieder bewusst zu machen, Leute, wenn die Daten nicht korrekt sind, dann hilft uns auch jeden globalen Report, den wir zum Beispiel ziehen, ja, hilft uns nicht, weil sind da Fehler drin. Ja? Wenn ein Vorgesetzter nicht richtig gepflegt ist, dann geht der Mitarbeiterentwicklungsprozess zum Beispiel zum falschen Vorgesetzten im System. Kleinigkeiten, aber wichtige Kleinigkeiten. Und Datensauberheit an sich ist schon ein großes Thema. Ja? Dann natürlich der zweite Schritt, was mache ich damit? Wie analysiere ich das? Wie nutze ich das? Und auch das Thema Digitalisierung im Sinne von Automatisierung. Ja? Welche Systeme setze ich auf? Für welche Prozesse macht das überhaupt Sinn? Beispielsweise bei uns ist das so, dass wir auch unsere Audits mittlerweile über eine App in den Werken, ja, es wird nicht mehr paper-based gemacht, das ist abgelöst. Und wie ich auch schon gesagt habe, aus unserer HR-Perspektive, wir haben jetzt auch über Jahre, da komme ich aber gleich nochmal zu, ein HR-System natürlich eingeführt, um das alles managen zu können und nicht nur Excel und PowerPoint hin und her zu schicken. Zukunftsmusik, für uns in der Automobilindustrie gibt es ein ganz wichtiges Thema, das ist Predictive Maintenance. Ja, das heißt, dass ich vorhersage, wo stehen meine Maschinen, wie sind die Wartungsintervalle etc. Auch dafür gibt es mittlerweile, sind wir da unterwegs, um zu gucken, ja, was ist da für uns wichtig, dass wir so diese Sicherheit haben. Es gibt auch teilweise, das ist aber auch jetzt noch nicht so, als wäre das bei uns eingeführt, die ersten Virtual Reality Sachen, ja, und auch, dass ich so also jetzt in die Zukunft geblickt, so Themen wie Fernwartung etc. mal für unsere Werke ausprobieren. Ja. Also das heißt, wenn wir den Experten jetzt in Attendorn sitzen haben, der soll jetzt einem polnischen Kollegen mal helfen, ja, also wie setze ich sowas um? Das heißt, das ist so jetzt mal nur wirklich im Schnelldurchgang, war mir wichtig, einfach nochmal zu erklären, wie bei uns auch das Thema Digitalisierung aufgesetzt ist, weil ich glaube, oder wenn wir uns austauschen, ist das auch sehr unterschiedlich, wird das in sehr unterschiedlichen Unternehmen gehandhabt. Trotzdem ist natürlich jeder Fachbereich für das Vorantreiben der Digitalisierung in seinem eigenen Bereich natürlich verantwortlich. Dafür haben diese drei Leute, die wir da haben, natürlich auch keine Zeit, jeden Fachbereich da an die Hand zu nehmen. Ja, das ist auch ganz wichtig zu verstehen.